Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zur dritten Folge unserer Reihe Trigonometrie. Sie haben schon aus dem Titelvorspann erkannt, dass diesmal die Winkelfunktionen nicht mehr Schwingungsvorgänge beschreiben werden, sondern dass sie uns diesmal zur Berechnung von rechtwinkligen Dreiecken dienen sollen. Und damit können wir auch das Wort Trigonometrie, das ja aus dem Griechischen stammt, erklären. Trigonometrie bedeutet so viel wie die Lehre von der Dreiecksberechnung. Und zur ersten Annäherung an dieses neue Gebiet wollen wir uns mit einem Beispiel aus dem Alltag der Feuerwehr beschäftigen. Die Leiter wird um einen Winkel von 55 Grad gedreht und auf eine Länge von 20 Metern ausgefahren. Da sie hier etwas versetzt anfängt, muss noch ein kleines Leiterstück von 2 Metern angelegt werden und wir erhalten eine Gesamtlänge von 22 Metern. Die Frage stellt sich nun, welche Höhe hat die Spitze der Drehleiter angenommen? Gesucht ist also diese Strecke, die wir mit H bezeichnen. Gegeben ist die Länge dieser Strecke, sie beträgt 22 Meter. Und gegeben ist auch der Winkel zur Horizontalen. Er beträgt 55 Grad. Damit erhalten wir ein rechtwinkliges Dreieck, in dem wir eine Seite und einen Winkel kennen. Wir suchen also eine Beziehung zwischen Seitenlängen und Winkeln. Diese Beziehung hatten wir aber bereits in der ersten Sendung gesucht und auch gefunden. Sie erinnern sich? Als Beziehung zwischen Strecken und Winkeln hatten wir definiert Sinus Alpha gleich Y durch R. Die Größen Alpha, Y und R bildeten ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, die Beziehung Sinus Alpha gleich Y durch R gilt auch im rechtwinkligen Dreieck. In unserem Dreieck werden die entsprechenden Seiten nicht Y, sondern H und statt R L genannt. Für dieses Dreieck gilt also Sinus Alpha gleich H durch L. Mithilfe dieser Beziehung können wir die gesuchte Höhe ausrechnen. Die Gesamtlänge der Leiter war 22 Meter. Der Anstiegswinkel betrug 55 Grad. Dann gilt Sinus von 55 Grad gleich H durch 22 Meter. Diese Gleichung muss nur noch nach H aufgelöst werden, also H gleich 22 Meter mal Sinus von 55 Grad. Damit ist zunächst einmal die Aufgabe gelöst. Die gesuchte Höhe beträgt ca. 18 Meter. Wir sind nun einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Sie haben gesehen, dass die Sinusfunktion nicht nur Schwingungen, sondern auch rechtwinklige Dreiecke beschreiben kann. Und wir wollen diese neue Erkenntnis an einem Beispiel vertiefen. Hier, bei diesem Dreieck, ist der Winkel von 25 Grad und diese Seitenlänge von 70 cm vorgegeben. Gesucht ist die Länge dieser Strecke x. Nun, wie würden Sie diese Seite berechnen? Die Frage scheint Ihnen vielleicht nur deshalb etwas schwierig, da das Dreieck hier eine uns ungewohnte Lage hat. Wenn ich aber die Scheibe drehe, so erkennen Sie das Dreieck aus unserem ersten Beispiel wieder. Wir können deshalb übertragen, Sinus von 25 Grad ist gleich x durch 70 cm, also x gleich 70 cm mal Sinus von 25 Grad. Und diesen Wert können Sie leicht mit Ihrem Taschenrechner berechnen. Nun müsste man aber auch ohne diese Drehscheibe in der Lage sein, bei einem rechtwinkligen Dreieck die durch Sinus Alpha festgelegten Seitenverhältnisse auszurechnen. Unverändert in allen Lagen des Dreiecks
ist die Stellung dieser beiden Seiten zum gegebenen Winkel Alpha und dem rechten Winkel. Der Sinus Alpha ist im rechtwinkligen Dreieck immer das Verhältnis der Seite, die dem Winkel gegenüberliegt, zu der Seite, die dem rechten Winkel gegenüberliegt. Diese Seiten erhalten daher im rechtwinkligen Dreieck spezielle Namen. Die Seite, die dem rechten Winkel gegenüberliegt, heißt Hypotenuse. Und die Seite, die dem Winkel Alpha gegenüberliegt, heißt Gegenkathete. Im rechtwinkligen Dreieck wird also durch Sinus Alpha das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse beschrieben. Sie haben in der ersten Sendung neben der Sinusfunktion noch die Kosinusfunktion kennengelernt und auch der Kosinus lässt sich am rechtwinkligen Dreieck beschreiben. Am Kreis war der Kosinus des Winkels Alpha definiert als das Verhältnis von x, dies entsprach der Seite hier unten, zu dem Radius r und dies entspricht der Hypotenuse. Neu ist also jetzt am Kosinus, dass wir uns nicht mehr für die Gegenkathete des Winkels Alpha interessieren, sondern für diese dem Winkel Alpha anliegenden Seite. Und deshalb, weil sie dem Winkel Alpha anliegt, wird sie Ankathete genannt. Im rechtwinkligen Dreieck ist also der Kosinus Alpha bestimmt durch das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse. Wir haben nun alle drei Seiten des rechtwinkligen Dreiecks bezeichnet und mit ihrer Hilfe die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus bestimmt. Entsprechend den Verhältnissen, die wir bei der Kreisbewegung gefunden haben, wurde das Verhältnis von Gegenkathete zu Hypotenuse als Sinus Alpha bezeichnet. Und das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse nannten wir den Kosinus von Alpha. Dabei war die Hypotenuse immer die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite. Was dagegen als Ankathete und was als Gegenkathete bezeichnet ist, hängt immer vom Ort des Winkels Alpha ab. Betrachten wir dagegen einmal diesen Winkel hier oben und nennen ihn Beta. So ist klar, dass die Gegenkathete von Beta sich hier befindet. Und die Ankathete an dieser Stelle. Und auch hier gilt, dass der Sinus von Beta die Gegenkathete zur Hypotenuse ist und der Kosinus von Beta das Verhältnis dieser Ankathete zur Hypotenuse. So, und jetzt stelle ich schnell wieder die alte Grafik her. Ganz entscheidend bei unseren Betrachtungen war, dass wir es immer mit einem rechtwinkligen Dreieck zu tun haben. Wenn also hier der rechte Winkel vorliegt, kann Alpha nicht größer als 90 Grad sein. Für alle Bestimmungen, die wir hier durchgeführt haben, gilt also, dass Alpha größer 0 und kleiner 90 Grad ist. Nach diesen eher theoretischen Betrachtungen wollen wir jetzt einige Zahlenbeispiele für den Sinus und den Kosinus im rechtwinkligen Dreieck durchführen. Und wenn Sie wollen, können Sie diese Beispiele auch an Ihrem Taschenrechner nachvollziehen. Wir wollen nun von unserem Computer folgende Aufgabe lösen und grafisch darstellen lassen. Gegeben ist dieser Punkt hier und wir wollen ausgehend von ihm in einem Winkel von 30 Grad einen Streckenabschnitt in der Länge von 10 cm zeichnen lassen. Aber hier sind die Kräfte unseres Computers erschöpft. Er kann sehr wohl zwei Punkte in einem Koordinatensystem, also zwei Punkte, deren Koordinaten vorgegeben sind, miteinander verbinden. Er kann aber nicht ausgehend von einem beliebigen Punkt eine Strecke, die irgendwo schräg im Koordinatensystem liegt, zeichnen. Und an dieser Stelle können wir endlich einmal unserer Maschine beistehen. Denn wenn wir diesen Punkt, an dem der Strahl eine Länge von 10 cm annimmt,
finden können, das heißt, wenn wir dessen Koordinaten angeben können, dann endlich kann unsere Maschine diesen Streckenabschnitt zeichnen. Und hierzu kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel am rechtwinkligen Dreieck zurück. Ich will Ihnen hier an dieser Grafik unseren Problemfall noch einmal kurz erläutern. Gegeben ist also die Hypotenuse. Sie hat eine Länge von 10 cm und gegeben ist der Winkel Alpha. Er beträgt 30 Grad. Wenn wir nun also die Länge dieser Ankathete finden könnten, dann hätten wir doch den X-Wert des gesuchten Punktes hier oben gefunden. Und wenn wir die Länge der Gegenkathete angeben könnten, dann hätten wir auch den Y-Wert des gesuchten Punktes gefunden. Nun wissen Sie aber aus unseren Gleichungen mit den trigonometrischen Funktionen, dass die Ankathete gleich der Hypotenuse mal dem Kosinus des Winkels Alpha ist, also 10 cm mal dem Kosinus von 30 Grad. Und die Gegenkathete war die Hypotenuse mal dem Sinus von Alpha, also 10 cm mal Sinus von 30 Grad. Und diese Streckenabschnitte kann jetzt unsere Maschine natürlich einfach ausrechnen. Die Werte werden dem Computer eingegeben und der Rechner muss jetzt diese Gleichungen lösen. Als X-Wert des gesuchten Punktes ergibt sich 8,66 cm. Und der Y-Wert beträgt 5 cm, denn, Sie erinnern sich noch, der Sinus von 30 Grad ist 1,5. Und jetzt lassen wir diese Streckenabschnitte zeichnen und erhalten so den gesuchten Punkt. Damit ist auch der gesuchte Streckenabschnitt vom Computer gezeichnet worden. Wir sind bei diesem Beispiel stillschweigend davon ausgegangen, dass der Ausgangspunkt der Nullpunkt des Koordinatensystems ist. Aber unser Verfahren soll natürlich allgemeiner gelten, das heißt für beliebige Ausgangspunkte im Koordinatensystem. Wählen wir etwa als Ausgangspunkt diese Stelle, sie trägt die Koordinaten 4 und 2, so wollen wir jetzt hieran in einem Winkel von 40 Grad eine Strecke von 6 cm zeichnen lassen. Analog zu unserem ersten Beispiel können wir also folgende Gleichungen aufstellen. X gleich 6 cm mal Cosinus von 40 Grad und Y gleich 6 cm mal Sinus von 40 Grad. Für die erste Gleichung ergibt sich der Wert 3,85 cm. Und das kann natürlich nicht der gesuchte X-Wert sein, denn 3,85 cm ist ja kleiner als der X-Wert des Ausgangspunktes. Wir müssen also zu diesen 3,85 cm die 4 cm der X-Achse des Ausgangspunktes hinzuaddieren und erhalten so als gesuchten X-Wert 7,85 cm. Und das Gleiche gilt natürlich für den Y-Wert. Hier müssen wir zu der Lösung der Gleichung 4,59 cm noch die 2 cm des Ausgangspunktes, des Y-Wertes des Ausgangspunktes hinzuaddieren und erhalten so 6,59 cm. Der gesuchte Punkt hat also die Koordinaten 7,85 und 6,59. Diese Werte können wir jetzt durch unseren Rechner hier zeichnen lassen und erhalten so den gesuchten Punkt. Und jetzt endlich können wir auch den gesuchten Streckenabschnitt ausgehend vom Ausgangspunkt zeichnen lassen. Sie haben neben der Sinus- und Kosinusfunktion noch eine dritte, die Tangensfunktion, kennengelernt. Und die Funktionsvorschrift haben wir mit Hilfe des Einheitskreises bestimmt. Wir hatten definiert L zu 1 gleich Tangens Alpha. Auch hier liegt wieder ein rechtwinkliges Dreieck vor. Und der Tangens Alpha ist bestimmt durch das Verhältnis von dieser Seite zu dieser Seite. Mit unseren Bezeichnungen für die Dreiecksseiten wird Tangens Alpha daher definiert mit Gegenkathete zu Ankathete. In der vergangenen Sendung hatten wir für den Tangens Alpha aber noch eine andere Beziehung gefunden,
nämlich Tangens Alpha gleich Sinus Alpha durch Cosinus Alpha. Auch mit Hilfe dieser Beziehung kann man auf rein rechnerischem Weg zu unserer neuen Tangensdefinition gelangen. Hierzu ersetzen wir den Ausdruck Sinus Alpha einfach durch unsere neu gefundene Beziehung Gegenkathete zu Hypotenuse und Cosinus Alpha durch Ankathete zu Hypotenuse. Diesen sehr umständlichen Doppelbruch kann man vereinfachen, denn man dividiert durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Tangens Alpha ist also Gegenkathete durch Hypotenuse mal Hypotenuse durch Ankathete. Da mit Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck die Länge einer Seite gemeint ist, kann man auch durch diese Seitenlänge kürzen und erhält nun für den Tangens Alpha das Seitenverhältnis Gegenkathete zu Ankathete und damit ebenfalls die im rechtwinkligen Dreieck gültige Definition des Tangens. Wir haben nun alle drei bekannten Winkelfunktionen auf das rechtwinklige Dreieck übertragen. Immer dann, wenn zusätzlich zu dem rechten Winkel noch ein anderer Winkel und eine Seite vorgegeben sind, lassen sich mit Hilfe der Winkelfunktionen die anderen beiden Seiten berechnen. Ist also etwa diese Seite vorgegeben und wir wollen diese Seite berechnen, so lässt sich das mit der Funktion bewerkstelligen, die gerade durch das Verhältnis dieser beiden Seiten definiert ist, also dem Sinus. Und diese Seite lässt sich mit Hilfe des Tangens berechnen. Ist umgekehrt diese Seite vorgegeben, so lässt sich diese Seite mit Hilfe des Tangens und diese Seite mit Hilfe des Cosinus berechnen. Bei praktischen Anwendungen dieser Verhältnisse von Seiten und Winkeln spielt der Tangens eine große Rolle und wir wollen uns das einmal an einem Beispiel aus dem Vermessungswesen verdeutlichen. Sie haben sicherlich schon einmal gesehen, wie die Höhe eines Berges oder der Verlauf einer Straße ausgemessen wurde. Und zwar geschah dies mit Hilfe eines sogenannten Theodoliten. Dies ist ein Gerät, wie es hier neben mir steht. Vielleicht aber haben Sie nicht immer die Funktionsweise dieses Gerätes verstanden und die will ich Ihnen jetzt einmal erläutern. Hier in dieser Mittelachse des Gerätes befindet sich das Okular. Das heißt, ich kann an dieser Stelle hindurchsehen und damit verschiedene Punkte, verschiedene Zielpunkte anvisieren. Wenn ich nun diesen Teil nach oben und nach unten bewege, kann eben die Anvisierung erfolgen. Dabei ändert sich, Sie haben es gesehen, der Schwenkwinkel des Okulars. Und wie groß der Winkel ist, das kann ich auf einem Gradmesser hier genau ablesen. Nun kann man nicht nur Höhen mit diesem Gerät ausmessen, sondern auch Entfernungen. Hierzu muss ich nur noch das Gerät in die Waagerechte bewegen. Wir wollen jetzt einmal im Studio ein Beispiel durchführen. Und zwar will ich die Höhe der gegenüberliegenden Wand ausmessen. Und zwar die Höhe vom Fußboden bis zum Winkel, den die Wand mit der Brücke bildet. Hierzu werde ich erst einmal die Entfernung der Wand bis zum Theodoliten ausmessen. Und zwar beträgt sie genau 6,75 Meter. Ich muss jetzt nur noch die Achse hier genau in die Waagerechte bringen. Kann jetzt hindurchschauen und visiere den Zielpunkt an. Wir haben die Höhe des Theodoliten auf der Wand durch ein Farbenkreuz markiert und schwenken jetzt in die Höhe. Es hat den Anschein, als würde man nicht in die Höhe, sondern in die Tiefe schwenken, aber davon darf man sich nicht irritieren lassen. Das liegt an der Seitenvertauschung durch das optische System. Und wir haben hier den Zielpunkt, die Ecke von Wand und Brücke, erreicht. Wir müssen jetzt nur noch die Größe des Schwenkwinkels ablesen. Sie beträgt 15,7 Grad.
Und mit Hilfe dieser beiden Daten, 15,7 Grad und der Entfernungsangabe 6,75 Meter, können wir jetzt die gesuchte Höhe der Wand bestimmen. Die gesuchte und die vorliegenden Größen ergeben ein rechtwinkliges Dreieck. In diesem Dreieck ist der Winkel Alpha von 15,7 Grad und die Ankathete von 6,75 Meter gegeben. Gesucht ist die Gegenkathete, die wir hier mit x bezeichnen. Wir benötigen also eine Funktion, in der diese drei Größen vorkommen, und dies ist der Tangens, denn Tangens von Alpha ist ja Gegenkathete zu Ankathete. Setzen wir nun unsere Zahlenwerte ein, so erhalten wir die Gleichung: Tangens von 15,7 Grad ist gleich x, das ist die Gegenkathete, zu 6,75, das ist die Ankathete. Lösen wir nach x auf, so ergibt sich für x gleich 6,75 mal Tangens von 15,7 Grad. Und das ergibt ausmultipliziert für x gleich 1,9. Um die Gesamthöhe dieser Wand zu berechnen, muss allerdings noch die Höhe des Theodoliten hinzuaddiert werden. Sie beträgt 1,60 Meter. Die Höhe der Wand beträgt also insgesamt 3,50 Meter. Wichtig beim Vermessungswesen ist es, sich gedanklich ein rechtwinkliges Dreieck vorstellen zu können. Bei unserer Aufgabe hat sich dieser Sachverhalt quasi von selbst ergeben. Die Studiowand steht senkrecht, bildet also mit dem Boden einen Winkel von 90 Grad. Ein Beispiel, in dem nicht in diesem Sinne eine Senkrechte vorgegeben ist und eine Höhe berechnet werden muss, werden Sie in der nächsten Sendung kennenlernen. Wir wollen uns jetzt erst einmal einem Beispiel aus dem Gebiet der Physik zuwenden, und zwar der Berechnung von Geschwindigkeiten. In diesem Strömungskanal kann man verschieden starke Wasserströmungen simulieren. Im Moment herrscht keine Strömung, das Wasser ist ganz ruhig. Die Geschwindigkeit des Bootes soll festgestellt werden. Wir messen die Zeit, die das Boot für diese 2 Meter lange Strecke benötigt. Die Geschwindigkeit ist also 2 Meter pro 10 Sekunden oder 0,2 Meter pro Sekunde. Geschwindigkeiten stellt man durch Pfeile dar. Sie geben Richtung und Stärke der Geschwindigkeit an. Dieser Pfeil zeigt die Eigengeschwindigkeit des Bootes. Aus eigener Kraft würde es in diese Richtung mit 0,2 Meter pro Sekunde fahren. Nun eine Situation mit strömendem Wasser. Diesmal fährt das Boot, abgedrängt durch die vorhandene Strömung, in diese Richtung. Ohne die Strömung wäre das Boot aus eigener Kraft so gefahren, in diese Richtung mit einer Geschwindigkeit von 0,2 Metern pro Sekunde. Jetzt aber hat das Wasser eine Strömung in dieser Richtung. Dadurch wird das Boot in einem Winkel von 35 Grad abgetrieben und fährt jetzt in dieser Richtung. Die Pfeile für Eigengeschwindigkeit, resultierender Geschwindigkeit und Strömungsgeschwindigkeit bilden ein rechtwinkliges Dreieck, in dem die Länge der einen Seite und die Größe eines Winkels bekannt sind. Damit kann man die Länge der anderen Seiten bestimmen. Wir haben hier an der Studiowand das Dreieck aus dem Trickfilm noch einmal nachgebildet. Und wir wollen jetzt zum einen die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers berechnen, das heißt die Länge dieser Seite, die wir mit x bezeichnet haben. Und zum Zweiten wollen wir die resultierende Geschwindigkeit des Bootes, das heißt die Geschwindigkeit des Bootes unter dem Einfluss der Wasserströmung berechnen, und das heißt die Länge dieser Seite. Nun,
diese Seite ist in diesem rechtwinkligen Dreieck bezüglich des Winkels von 35 Grad hier oben die Gegenkathete zu diesem Winkel. Und diese Seite, y, ist im rechtwinkligen Dreieck die Hypotenuse. Wenn wir jetzt also diese Seite berechnen wollen, müssen wir den Tangens zu Hilfe ziehen, denn der Tangens war ja gerade definiert als das Verhältnis von Gegenkathete, also diese Seite, zur Ankathete, die ja, das wissen wir bereits, 0,2 lang ist. Also, Tangens von 35 Grad ist gleich die gesuchte Strecke x durch 0,2. Wir müssen jetzt diese Gleichung noch nach x auflösen. Also, x gleich 0,2 mal Tangens von 35 Grad. Und wenn Sie diesen Wert auf Ihrem Taschenrechner berechnen würden, dann ergebe sich als Gesamtwert für x gleich 0,14. Das heißt also, die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers beträgt 0,14 Meter pro Sekunde. Und wir wollen jetzt noch die resultierende Geschwindigkeit des Bootes berechnen. Ja, hierzu müssen wir den Cosinus zu Hilfe ziehen, denn der Cosinus war ja definiert als das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse. Also, der Cosinus von 35 Grad ist gleich 0,2 dividiert durch die gesuchte Länge y. Wenn wir jetzt nach y auflösen, dann erhalten wir y gleich 0,2 durch Cosinus von 35 Grad. Und auch diesen Wert können Sie wieder leicht auf Ihrem Taschenrechner berechnen. Er beträgt 0,24. Die resultierende Geschwindigkeit des Bootes beträgt also jetzt 0,24 Meter pro Sekunde. Sie hat sich also gegenüber der ursprünglichen Geschwindigkeit leicht erhöht. Meine Damen und Herren, nicht nur die Autofahrer unter Ihnen werden wissen, was das Schild Steigung bedeutet. Angenommen, Sie nähern sich einem Berg und Sie sehen dieses Schild. 10%. Was heißt dies? Nun, das bedeutet, dass auf eine Länge von 100 Metern der Berg um 10 Meter ansteigt. Wenn Sie nun wissen wollen, in welchem Winkel Sie mit Ihrem Auto diesen Berg emporfahren, so müssen Sie den Tangens zu Hilfe nehmen. Der Tangens des gesuchten Winkels beträgt 10, dividiert durch 100 und das ist 0,1. Die gesuchte Winkelgröße ist 5,7 Grad. Und jetzt sind wir bei der Halbzeit unserer Reihe Trigonometrie angelangt. Wir haben Sie mit Anwendungen von Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck bekannt gemacht. Und wir wollen in der nächsten Folge, der vierten Folge, Sie mit Anwendungen in beliebigen Dreiecken vertraut machen. Bis dahin, auf Wiedersehen.